Eines Tages hatte Robert Guthrie eine verrückte Idee, die selbst bei seinen Freunden, seiner Familie und tatsächlich sogar bei seinem Sohn auf Gegenwind stieß. Er fand eine 100 Jahre alte Tankstelle, die zum Verkauf stand und setzte sich felsenfest in den Kopf, diese scheinbare Ruine zu seinem neuen Zuhause zu machen. Niemand wollte so richtig glauben, dass man eine solch alte, verschollene Tankstelle noch zu eigenen Zwecken renovieren kann. Doch Robert stellte sich verdammt kreativ und einfallsreich an und brachte seine Genossen letztendlich zum Staunen. Einfach unfassbar, was er aus der angeblichen Müllhalde gemacht hat. Also unseren Respekt bekommt er auf jeden Fall.